Prominenter Besuch am Samstag im Isenburg-Zentrum. Heute haben wir Detlef die Soest im Isenburg-Zentrum und er wird heute einen Tanzworkshop machen, der läuft gerade aktuell. Dort können alle Besucher vorbeikommen und einmal mit Detlef die Soest tanzen lernen. Die Resonanz war groß, großartig. Es haben sich ganz viele Leute quasi gemeldet und Detlef hat ungefähr 10 Leute auf die Bühne geholt und hat wirklich eine halbe Stunde Power-Workshop mit denen gemacht. Das waren definitiv beim Workshop ein paar Talente dabei, aber das ist für mich nicht in allererster Linie wichtig, wenn ich hierher komme. Für mich ist wichtig, dass die Leute, die mit uns zusammen auf die Bühne gehen und dass das Publikum, dass die Spaß haben, dass sie nach Hause gehen und sagen, ey, ich war im IZ und das war geil. Und das hat zu 100% funktioniert. So viel zur Schau gestellte Begeisterung übertrug sich natürlich auch auf die Besucher. Super! Sehr gut! Das haben alle sehr toll mitgemacht. Und die Stimmung war einfach super. Also die Leute haben sich gefreut, dass der Detlef vorbeigekommen ist und dass er sich Zeit genommen hat, einfach mit denen eine Choreografie einzustudieren. Und es hat Spaß gemacht. Also mir persönlich hat es auf der Bühne Spaß gemacht und es war ein toller Tag. Wir haben hier tolle Gäste, die sehr motivierend sind, die auf die Bühne gehen, die Lust haben mitzumachen, die das ganze Event Find Your Style wirklich genießen. Jetzt kommen die zwei Modenschauen. Wir haben tolle Models, tolle Profi-Models, aber auch tolle Beginner. Und dann schauen wir mal, wer heute gewinnt. Nach seinem Workshop wechselte Detlef die Soest in die Beobachterrolle. Er war Mitglied der Jury eines Modelwettbewerbes, der ebenfalls zur Aktion Find Your Style gehörte. Über 70 Teilnehmer waren insgesamt dabei, 9 Models erreichten die Endrunde. Der Sieg ging an die 26-jährige Neu-Isenburgerin Daria Omolinov.